Unglaublich! Hier hat uns ein Zuschauer freiwillig 70 Euro Internetgebühren geschickt. Danke, Bernhard. Und der Rest macht jetzt aus. Der ehemalige VW-Reiseleiter Peter Hartz ist wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Also vom Gericht, nicht von seiner Frau. Auf eine Anklage gegen Hartz wegen diverser Bordellbesuche wurde allerdings verzichtet. So blieben ihm Zeugenaussagen von Prostituierten erspart. VW ist durch Schmiergelder, Spesen und Lustreisen allerdings ein Schaden von über 2 Millionen Euro entstanden. Das Unternehmen konnte von Hartz nun verlangen, dass er das Geld zurückzahlt. Oder zumindest erzählt, wie es war. Also in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Das kann er doch zu Hause nicht mal mit den längsten Rosen der Welt wiedergutmachen. Und die Ausrede, ich habe nur Vorlagen für meine Holzskulpturen gebraucht. Die funktioniert allenfalls bei Livio De Marchi. Von dem weiß man ja, dass er nahezu alles aus Holz modelliert. Davon können Sie sich in seiner beeindruckenden Galerie überzeugen. Ja, seine Holzskulpturen sind wirklich unglaublich realistisch. Aber jetzt bitte keine Witze mit Hütte. Also ich meine wirklich, in dem Alter, da kann man sich doch auch anders amüsieren. Zum Beispiel in der Natur. Ohne Geliebte, mit Fotoapparat. Denn dass man auch mit Tieren und Pflanzen eine Menge Spaß haben kann, das kann man hier in der Fun in Nature Galerie von Sandwedt sehr schön sehen. Denn da gibt es überall lustige Gesichter und Figuren zu entdecken. Okay, ein paar schlecht gelaunte Motten sind auch dabei. Aber dafür kann man dann auf sandwedt.com seinen Namen von Schmetterlingen buchstabieren lassen. An was Gott alles denkt? Ja, oder ich meine, der Mann war doch bei VW. Wenn ihm nach Spaß und Abenteuern zumute war, hätte er doch nur mal nach unten in die Halle gehen müssen. Und sich dann einen Autositz nehmen und an den Roboter schnallen. So wie er hier das macht. Ich sag's Ihnen, in 20 Jahren hat jeder so ein Ding im Garten stehen. Oder wäre doch auch toll für Bars. Da mixt man die Cocktails direkt im Gast. Man muss als Mann in der Late-Life-Crisis doch auch mal an die möglichen Folgen denken. Ja, ich weiß, das Blut kann nicht überall sein. Aber nachher gibt es noch ein uneheliches Kind. Da stürzen sich alle Kameras auf den. Da fühlt sich der Hartz doch wie Nashorn. Zumindest wie Sita, die Nashorndame im Penkton Zoo im englischen Devon. Die erwartet nämlich gerade Nachwuchs. Und erstmals kann man nun eine solche Geburt live miterleben. Es kann allerdings noch bis Anfang Februar dauern, bis es losgeht. Also gehen Sie ruhig nochmal eine rauchen. Vielleicht macht das dem Tier aber auch gar nichts aus. So ein Nashorn könnte es ja auch schlimmer treffen. Es könnte ein Hund sein, in Taiwan. Dem dann das neue tragbare Hundeklo umgeschnallt wird, das die entscheidende Öffnung mit so einer Art Ziehharmonika verschließt, die verhindert, dass irgendwas zu Boden fällt. Könnte nur sein, dass ihr Hund sich dann in Zukunft für unsichtbar hält. Man muss ja auch sagen, Videos von einer Geburt sind ja doch auch eine schöne Sache. Ja, 50 Euro kriegen Sie bei RTL für Ihren ohnmächtigen Mann immer. Wenn Sie das Video allerdings selber schneiden wollen, dann empfehlen wir Ihnen das, wonach uns unser Zuschauer Clemens gefragt hat. Online-Videoschnittprogramme. In unseren Links finden Sie einige Artikel zu dem Thema, mit kurzen Beschreibungen der verschiedenen Dienste. Mit denen Sie dann, wie hier etwa, einfach online Ihre Filme zusammenschneiden und dann auch mit dem Rest der Welt teilen können. Also eigentlich ein Dia-Abend, aber Sharon klingt cooler. Und wenn Sie nicht nur Videos, sondern auch andere große Dateien mit Freunden und Bekannten teilen möchten, dann testen Sie mal Senduit. Dort können Sie Dateien jeder Art hochladen und für eine begrenzte Zeit speichern. Dazu gibt es dann einen Link, mit dem sich jemand anderes diese Datei wieder downloaden kann. Toll zum Beispiel, um legal erworbene Musikstücke zu sharen. Eine Menge Videos können auch Sie sich am Wochenende angucken, denn hier sind unsere Wochenend-Videotipps. Und mit den unzähligen Animationen bei Electronic Literature ist auch etwas zum Nachdenken dabei. Aber keine Sorge, das wird durch unsere Spieletipps mehr als wieder wettgemacht. Ja, man kann ja nicht ständig mit seinem Gehirn am Limit surfen. Nee, beim besten Willen nicht. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss Bernhard. Ach, und wann kommt das Geld für die nächste Woche?